wir haben wirklich einen Wandel zu verzeichnen. Aus einem in etwa Kopf-an-Kopf-Rennen der Vorwoche ist mittlerweile ein deutlicher Vorsprung für Kramp-Karrenbauer geworden. Insgesamt hat sie zugelegt. Damals waren es 28%, jetzt sind es 38%, die sie für die geeignetste Kandidatin handeln. Das überrascht eigentlich, weil sie ja Angela Merkel am ähnlichsten ist. Sie ist die Merkel-Vertraute. Auf der anderen Seite positiv für sie ist, dass sie Kontinuität ausstrahlt und ja ziemlich unprätentiös daherkommt. Sie strahlt Vertrauen aus, eine ganz wichtige Politiker-Eigenschaft. 11 Jahre war sie Ministerin im Saarland, 6 Jahre Ministerpräsidentin, das Beste an der ganzen Geschichte ist. Sie hat das relativ konfliktfrei überstanden und das ist ja heute auch schon ein Wert. Das heißt, wer also Sehnsucht nach Bewährtem hat, der wählt Kramp-Karrenbauer. Merz, der größte Gegner von Merkel, das größte Extrem, derjenige, der möglicherweise wieder zurück zur alten konservativen CDU will, der hat da also bestimmte Sehnsüchte zu befriedigen. Auf der anderen Seite ist er möglicherweise zu konservativ, war er zu lange aus der Politik raus, ist er vielleicht zu stark ein Karrierist. Das sind alles Punkte, die gegen ihn oder die zumindest zu bedenken sind. Und wenn die Wähler dann Sehnsucht nach etwas Neuem haben, dann wählen sie Merz. Aber das ist immer in Deutschland mit einem gewissen Risiko verbunden. Und ganz übrig bleibt dann noch Jens Spahn. Da weiß man nicht so richtig, welche Sehnsucht er denn befriedigt. Und deshalb kommt er nicht wirklich weiter. Das eine, Herr Schöppner, ist ja das, was sich die Deutschen wünschen. Das andere ist, was sie selber glauben, was eintreten wird. Ja, da haben wir einen ähnlichen Trend. Aus einem in etwa Kopf-an-Kopf-Rennen ist mittlerweile ein deutlicher Vorsprung für Kramp-Karrenbauer geworden. 40% sagen mittlerweile, sie ist diejenige, die da jetzt erfolgreich sein wird. 40%, Sie sehen es da. 31% sind nur noch aktuell auf der Seite von Friedrich Merz. Das Gute ist da an ihr, dass sich da offensichtlich bestimmte Schematas wiederholen. Sie hat zweimal schon im Saarland aus relativ aussichtsloser Position gewonnen. Möglicherweise passierte das jetzt auf anderem Terrain ein drittes Mal. Und insofern könnte man sie möglicherweise als Meisterin der Zielgeraden titulieren. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Delegierten sie wählen und nicht die Wahlberechtigten. Und die haben natürlich ein Interesse dran. Wer kann die meisten Stimmen schaffen, dass ich auch ein gutes Wahlergebnis bekomme? Und wenn wir die Deutschen fragen, wie soll die Union sich aufstellen, da sagen 60%, sie sollen die beiden Seiten, Wirtschaft auf der einen Seite, das Soziale, gleichermaßen berücksichtigen. Und das ist eindeutig das Prä für Annegret Kramp-Karrenbauer. Herr Schöppner, nicht unwahrscheinlich, dass der künftige, die künftige CDU-Vorsitzende irgendwann auch mal ins Kanzleramt einzieht. Was sagen die Deutschen, wer wäre dafür am geeignetsten? Ja, auch hier das gleiche Muster. Es gibt nun einen Wandel zu Kramp-Karrenbauer. In der Vorwoche hatten wir eine knappe Situation, einen knappen Vorsprung für Merz. Jetzt haben wir aktuell einen knappen Vorsprung für Kramp-Karrenbauer. In der Union selbst hat sie ein deutliches Übergewicht. Da sagen 32% nur Friedrich Merz und 52% Kramp-Karrenbauer ist da am besten geeignet. Bei den Deutschen Fragen sind es 4 Kriterien, die man erwartet. Das eine ist der innerparteiliche Zusammenhalt, spricht für Kramp-Karrenbauer. Das zweite ist Deutschland voranbringen in bleiernder Zeit, spricht für Friedrich Merz. Das dritte ist, wer ist möglicherweise die Kanzlerin oder Kanzler aller Deutschen? Wer versöhnt auch das Kramp-Karrenbauer und wer kann es international am besten mit den Putins, mit den Erdogans, mit den Trumps dieser Welt aufnehmen, spricht wieder für Merz. 2:2. Was vielen nicht gefällt, ist, dass wir hier so einen Wettbewerb ausrufen. Eigentlich braucht die ausgedünnte, personal ausgedünnte CDU alle drei. Und das wird leider nie thematisiert. Vielleicht glaubt der eine oder andere Deutsche auch, man braucht auch weiterhin Angela Merkel an der Spitze der CDU. Nicht wirklich. Das war schon eine richtige Entscheidung, dass sie zumindest von der Parteispitze zurückgetreten ist. Sagen nur noch 28%, sie hätten weitermachen sollen. 69% sagen, das hat sie richtig gemacht bei den Unionswählern. Sieht ein bisschen anders aus, aber hier überwiegt auch noch die Gegnerschaft. Also, was ist bei ihr passiert? Das Datum August 2015 wird ihr ewig nachhängen. Da ist nämlich aus der Kanzlerin der Sicherheit eine Kanzlerin der Unsicherheit geworden. Das heißt, wir haben eine Zunahme von Gewalt, wir haben rechtsfreie Räume. Wir haben eine häufige Frage der Bürger, was wird denn aus mir? Wo bleibe ich denn, wenn wir so viel Geld für anderes dann aufgeben? Dennoch darf man Angela Merkel nicht unterschätzen. Also sie wird sicherlich die Kanzlerkandidatur und besser gesagt die Kanzlerposition weiterhin ausüben und ausüben wollen und wahrscheinlich auch gut
ausüben. Wenn Merz also versuchen würde, da reinzugrätschen, wenn er denn gewählt werden würde, und zwar vor dem Abgang in 3 Jahren, dann würde sie da einen großen Fehler machen. Allmählich dämmert es den Leuten auch, dass außenpolitisch da schon einiges fehlen wird. Und wenn man etwas auch aus Sicht der Deutschen wünschen kann, dass Angela Merkel auch nachher den Deutschen erhalten bleibt. Wir kennen ja den Elder Statesman. Wieso sollen wir nicht einen Elder Statewoman haben? Und dafür wäre Angela Merkel sicherlich prädestiniert. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Herr Schöppner, bis hierher, Dankeschön. Freude gemacht, danke.